Okay, seid ihr bereit? Ich muss zuerst mal auf Deutsch umstellen. No, not Espanola. Deutsch, ja. Wir sind Garfield, meine Damen und Herren. Es gibt eine Cartoon-Garfield-Mord. Ich bin mir fast ziemlich sicher, jetzt wo wir, also dort wo wir sind, haben wir auch aufgehört. Ich habe mich wieder an diesen Punkt spielen müssen, leider. Aber ja, wir sind wieder hier. Und wir sind bereit für ein paar Garfield-Missionen in diesem Let's Play. Es ist Mitternacht, es hat 28 Grad in meiner Wohnung und ich werde wahrscheinlich auch bald schwitzen wieder. All die Arbeit für nichts. Wer bist du? Glaubst du, der Ganove hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Nein, glaube ich nicht. Diesen Typen in der Ecke, ihn hat es am ältesten erwischt. Sag mir, wie geht's dir? Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht mal tanzen können. Sorry, Bro. Und du so? Er kann noch tanzen. Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Ja. Er weiß, was abgeht. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unserer Bude abzuhängen? Anscheinend. Garfield muss sich extra bücken, dass er da durchkommt. Ich bin ganz auch noch fällig, oder? Bitte Ruhe bewahren, es ist eine Suchaktion im Gange. Ab, ja. Sehr cool. Und diese Dinge haben wir. Oh, ich habe das schon gemacht. Ich muss mich da wieder durchkämpfen jetzt. Schauen, dass ich nicht in Kameras hineinlaufe. Oh, fast wäre es passiert. Dann kann ich hier stehen bleiben, wenn die mich sehen. Dann bin ich hier ziemlich schnell tot. Habe ich schon mitbekommen. Der unauffällige Garfield glitscht mal ein bisschen mit seinem Gesicht in die Box hinein. Und dann rennt er weiter. Irgendwer hat es geschafft, dass er Garfield in seiner vollen Glory, in his whole Glory ins Spiel bringt. Diese Drohne hat mich schon mal erwischt, also werde ich abwarten. Diesen Teil habe ich gerade auf Englisch gespielt. Jetzt spiele ich ihn wieder in Deutsch. Weil ich so viele Mods gerade durchwechsle, ich habe auch gerade eine CJ-Mod runtergeladen, die werdet ihr, ich weiß gar nicht, wann ob dieser Part vor der CJ-Mod kommt, glaube nicht. Also wird die CJ-Mod zuerst kommen. Ja, machen wir weiter. Clem, Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert. Schau mal. Für B12 und die Katzen. Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen und da sind da noch vier Symbole. Clementine unterschrieben. Diese Sachen. Diese Sachen. War eins davon der Computer? Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Okay. Nein, was nicht. Ich glaube, das Schwierigste war dieser hier. Was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Drauf steht, komm in den Nachtclub. Ja, ich weiß wohin. Ich weiß wohin. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun, Gefährten sind die Roboter. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin. Ich weiß schon wohin. Ich weiß doch schon wohin. Ich war noch nicht dort, aber ich weiß wohin. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht gibt er uns als ein Signal, damit wir etwas hilfreicher. Bingo, das ist eine Nachricht, sie lautet Blazer. Okay. Dich hatten wir. Lavalampe war's nicht. Lavalampe war's nicht. Die Gießkanne war's auch nicht. Was war's denn?
Kommen wir nochmal hier rein, das Fahrrad war es nicht. Komisch, dass ich es gerade gespielt habe und trotzdem nicht finde, was ich brauche sofort. Ah ja, hier oben ist die Lavalampe. Mit dem Herz drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich hoffe, diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Es ist spät, okay? Sie lautet Nachtclub. Ich bin bei Blazer kommende Nachtclub. Das ist gut. Gut gemacht, Lieutenant Katz. Jetzt lass uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Garfield ist ein Detektivexperte. Okay. Oh, nein, ich brauche noch kein Headset, erst wenn ich im Nachtclub bin. Ob das Puzzle jetzt anders ist oder komme ich einfach raus? Bitte nicht erschießen. Darauf stehe ich gar nicht. Nein, ist das gleiche Puzzle. Okay. Mit dir Drohne. Oh, komm schon. Oh, das war fast gefährlichst. Gefährlichst. Wie krass, man, die mich noch erwischen würden. Oh. Vorsicht, Garfield, kleiner. Oh, okay. Gerade noch rausgegangen. Gewiezt, genietzt. Was? Gewiezt, gemietzt. Oi. Deutsch wird schlechter. Zeit nochmal, dass ich Outrider spiele. Ich würde mir das Spiel einfach schnell. Oh! Schnell in Deutsch durchspielen. Mit Mods natürlich. Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber. Aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Oh! Oh! Das tut mir natürlich leid. Oh, sorry, Bro. Sorry. Echt jetzt. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Alter, Typ taugt mir. Echt Energie. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ah ja, ich verstehe. Ja. Hinten rumklettern. Danke für den Tipp. Hinten rumklettern. Ich sehe es. Muss ich noch den Weg hier rauf finden. Was? Ankündigen. Suchst du jemanden, mit dem du über Poesie plaudern kannst? Ich wohne gleich hinter dem Aufzug. Bonobot. Eigentlich würde ich schon gern. Oh, da ist ein Gimp. Über Poesie reden. Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit andere es wieder zu müllen. Aber so funktioniert die Welt nun mal. Ja? Sei tolerant mit anderen und strikt mit dir selbst. Marcus Aurelius, Poesie. Du hast hier nichts zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen, was du nicht willst, also hab. Surgery, oi. War ich noch nie in der Seitengasse? Doch nur einen Weg hinauf. Ah, hier vielleicht. Ah ja. Na, geht doch. Ups. Macht jemand auf? Was? Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Oh je. Solange du kein nasses Klatschen hörst, ist alles okay. Kann ich bei dem nichts machen? Jetzt
Dachchen, wie geht es dir heute? Das ist alles. Was für ein Freak. Mich schief angeschaut. Da sind sie reingeklettert. Yo, Bro. Ey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir das zum Trinken. Alex, typischer Alex. Typischer Alex. Worauf wartest du noch? Spring rein. Hol einfach mal eine Katze in den Club. Oh, der hat schon zu Ende. Oh, der hat schon zu Ende. Oh. Und du so? Oh, was hast du denn für einen Kopfschmuck? Zeig mal. Ey, das ist cool eigentlich. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sieht so cool aus. Das sieht echt so cool aus. Einmal nach links, einmal nach rechts und ja. Und ihr so? Chillen? Boah, dieser Club ist... Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich kannst du das glauben? Weißt du, wer ich bin? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht. Oh, und ich will auch nicht damit erwischt werden. Einmal ist alles blau geworden. What the fuck? Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der seine Freizeit die Hologramme programmiert. Okay, man bekommt Tanzschritte geladen. Ab, ich kann vordrängeln. Hey, Bro. Barkeep. Ja, mit dem Drink. Was gibt's für mich? Schau ein bisschen high aus, schon. So viel Clubleben gemacht. Ach, komm schon. Ey, Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ah ja. Die zwei dicke Typen kennen wir, oder den Typen halt. Ab, da ist der Drink. Bum, 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 bum. Was ist das? Das habe ich nicht erwartet. Bin ich in der Waschküche oder was? Oh. Geheimnisvoller Raum. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht. Auch wenn wir am nächsten Tag morgen die lästigen Konsequenzen dafür zu betragen. Die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Skip. Und der immer erbärmlichere werdende Lebensbedingungen hier unten. Und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie Neko Corp, ja. Und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Uff. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Yeah. Wird nicht besser. Wird nicht besser. Nicht so schnell. Okay, gibt's eine Stiege? Ah, ich muss den Lift wieder nehmen. Garfield nimmt keine Stiegen. Garfield nimmt natürlich den Lift. Oder Garfield? Ja, ja, natürlich. Brrr. Bam, bam. Okay, den Typen können wir den Stick, den Drink geben und bekommen den Hebel. Ja, ja. Da. Seltsames Getränk. Danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Kann ich auf die Tanzfläche? Oh. Da haben wir unsere Daft Punk Reference. Hey Leute, DJ Matki hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Gibt's
was Neues hier. Ich will nicht Dreieck drücken. Kann ich nicht. Verdammt. Also. Und jump. Ah, das ist der Lift. Kann ich jetzt verspielen? Nein. Hopp, danke. Danke, Alter. Nicht sehr cool von dir. Okay. Ah, leider. Just in case I fall. No? Was hat der Knopf getan dann? Ah, ich muss die richtige Kombination treffen. Oh Gott. Oder einfach nur der Reihe nach drücken. Eins von beiden. Leider ist nicht runtergeflogen. Vielleicht muss ich doch die richtige Reihenfolge finden. Oh Gott. Jetzt da. Das muss es sein. Was? Nein, ich habe mir noch nicht das Pfützimmer drunter geladen. Alles klar, Bro. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sie die Leute so sehr über sie beschweren. Raff. Ups, ups. Ah, kein Alkohol für euch mehr. Ups, oh, sorry. Oh, tut mir leid. Müsstet halt nüchtern dann alles durchstehen. Okay. Katzün! Oh, nein. Oh, nein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh. Du. Verdammt, ich schwitze. Der Roboter auch. Uah. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Nein, das könnt ihr nicht tun. Ist das jetzt ein Bossfight? Gibt sowas? Oder werde ich in den Kerker geschmissen? Ei, ei, Katz. Oh, nein, Garfield, nein. Armer Garfield. Eingesperrt. In der Box. Ah, ich sehe schon. Armer kleiner Garfield. Ja. Smart boy, though. Und dann haben sie mich nicht einfach erschossen. Typisch Bösewichte. Haben wir nicht mal eine Wache gegeben. Komm ich da rein? Nein. Nicht mal eine Wache haben sie mir entgegengeschossen. Ob, den Sprung wird er nie schaffen. Ob, ja. Ja, okay. Das war realistisch. Gefängnis. Eine Minute, 8 Sekunden war der letzte Checkpoint. Wie weit sind wir drinnen? 19 Minuten. Ah, bisschen spielen wir noch dann. Das Garfield. Oh, dieser Sprung war auch unrealistisch. Das kauft dir niemand ab, Spiel.
Okay. Komm ich hier rüber? Ja. Und jetzt? Ah ja. Cool, cool. Zwingen die den Typen Battlefield 2042 zu spielen? Arme Schwein. Gezwungen, das neue Battlefield zu spielen. Okay. Und jetzt? Das ist so nicht Clementine, oder? Hier. Gute Arbeit, ja, viel gute Arbeit. Ey, Sonnenlicht. Und Kameras. Wen haben wir hier? Oh, jemanden, der nicht mehr gut ausschaut. Und den Weg. Vielleicht oben eine Notiz? Nein? Okay. Wir sind zu breit für diesen Tunnel nochmal. Oh, oh, verdammt, ist das hell. Da ist beim Kotzen gestorben. Wie weit kommt die Drohne her? Okay, gut zu wissen. Etwas Cooles hier noch. Hier komme ich rauf. Ich hätte die Stiegen auch benutzen können. Ah! Sie haben meinen Roboter geklaut. Ich spanne. Hier drüben. Ah ja. Prison Break Katzenepisode. Ob, da komme ich sogar durch. Was? Ich habe nicht mal genau gewusst, dass das der Weg ist. Einfach zufällig da reingegangen. Da ist der Schlüssel. Gut, dass wir den Mund mitnehmen. Gute Arbeit, Katze. Gute Arbeit. Wie schaut es bei dir da drin so aus? Ja, ziemlich fad. Was gibt's hier drüben? Könnte ich noch rauf? Da könnte ich noch rüber schauen. Ist gefährlich. Ah, sie kommt sogar weiter. Ob es da drüben was Cooles gibt? Nachschauen. Muss nachforschen. Ich glaube, da komme ich einfach nicht vorbei. Nope. War es nicht wert gewesen, nachzuforschen. Okay. Gehen wir mit Clementine mit. Bevor ich zu Tode noch erschwitze. Erschwitze? Ja, so es gibt sicher. Verdammt. Oh, oh, verdammter Sommer. Wo sind, oh, what the hell is that? Mein Roboter. Ihr Schweine. Was habt ihr meinen PD-12 angetan? Ui. Oh.
Schaut nicht gut aus. Das war ein Checkpoint, oder? Das war kein Checkpoint, verdammt. Sonst hätte ich hier jetzt beendet. Anscheinend war Clementine befreien ein Checkpoint. Checkpoint? Bis zum nächsten Checkpoint. Und dann ist Ende. Gelände. Ich schwitze schon zu viel. Echt jetzt? Einfach zu heiß hier drin. Yep. Nein, ich pack's nicht. Die Hitze, sie killt mich.